Hallo zusammen, mein Name ist Maisy Fanto und willkommen zum Vlog Part 1 Ferien in Portugal. Kleine Info zum Start vom Video. Den heutigen Tag verbringe ich am Strand. Man wird dann auch noch ein paar Images und ein paar Bilder und Panoramen dazu sehen. Vorab das. Jetzt ist Mittagszeit. Das heisst, etwas zu essen machen, parat machen, mit Creme schmieren und dann geht es nachher ab am Strand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später, beziehungsweise sehen wir uns dann, wenn ich Richtung Strand gehe. Bevor wir uns aber wieder sehen, habe ich euch noch schnell das oder Welle zeigen, beziehungsweise die Aussicht. Man sieht es jetzt halt leider ein bisschen schlecht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher. Ich laufe hier ein bisschen höher rauf. Denn desto höher ich jetzt hier rauf laufe, umso mehr wird man hoffentlich sehen. So. Laufen wir mal rauf. Ich hoffe, dass ich genug hochkomme, um euch das zu zeigen. Man sieht auch schon etwas durchs Gitter, aber man sieht nicht so viel. Wir sind gleich oben, es ist ein bisschen anstrengend. Vor allem bei 35 Grad Hitze ist das nicht gerade so toll. Also, so, oben angelangt und ich glaube, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Das war erst von der Aussicht und wir sehen uns später beim Essen. So, das Essen ist fertig. Dann würde ich sagen, jetzt essen und dann später sehen wir uns am Strand. So, da bin ich wieder. Wir fahren jetzt am Strand. Ich fahre jetzt am Strand. Und wie der Weg da aussieht oder wie das Ganze aussieht, das sehen wir jetzt.
So, wir sind jetzt unten angekommen, beziehungsweise haben das Auto parkiert und müssen jetzt noch ein Stück laufen. Ganz ein wenig laufen da. Und dort unten sieht man es eigentlich schon. Das Meer. Der nie endende Atlantik. Was übrigens arschkaltes Wasser ist für die, die es nicht wissen. Überall nach Fisch, da, aber ist ja auch nicht. Ist ja auch kein Wunder. Ich lebe in einer Küstenstadt, an einem Küstenort, und dann ist das völlig normal. Beziehungsweise überall Fisch, ich mag Fisch. Überall Fisch, ich mag Fisch. So, und dort vorne ist ein kleiner Kiosk, dort schafft mein Cousin und dort laufe ich jetzt auch an. Und das ist jetzt einmal ein Strand, wo ich sehr oft angegangen. Es gibt dann aber noch mehr. Es gibt dann noch viel, viel mehr. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es diese Woche oder wo jetzt kommt, schaffe ich sicher noch den anderen Strand zeigen. Wobei der andere ist halt. Ich würde jetzt mal sagen, die Wellen sind einfach aggressiver. Es ist mehr ein Surfersand. So. Und da werde ich jetzt meinen heutigen Nachmittag verbringen. Bis die Sonne dann irgendwann mal untergeht. Und nachdem ich den heutigen Nachmittag hier verbracht habe und die Sonne untergegangen ist, sehen wir uns dann zu oben wieder. Denn ich bin jetzt hier und du wirst mal ein bisschen genießen. Beziehungsweise genießen die Aussicht. Schaut euch das an. Es ist einfach traumhaft schön hier.
Und wir sehen uns später. Peace out. Einen wunderschönen Abend habe ich hier verbracht. Beziehungsweise einen wunderschönen Nachmittag. Jetzt lasse ich das hier noch ausklingen. Genieße es noch ein bisschen. Ich springe noch zwei, drei Mal ins kalte Wasser. Beziehungsweise mittlerweile ist das Wasser auch warm. Und angenehm. Hat natürlich die Sonne gehabt, die den ganzen Tag das gewärmt hat. Der Cousin hinter mir erzählt irgendetwas, aber keine Ahnung was. Er hat irgendeine Muschel gefunden. Irgendeine komische Muschel, keine Ahnung was für eine das ist. Hat eine ganz interessante Farbe. Da. Das ist mal eine ganz andere Art von Muschel. Keine Ahnung. Also zumindest von der Farbe. Habe ich so auch noch nie gesehen. Wirklich einfach. Es ist zauberhaft schön hier, wirklich. Es ist super. Also kann ich nur jedem empfehlen. Beziehungsweise, mein Lissabon ist sowieso in der Nähe. 30, 40 Kilometer sind der Leute für den Ausgang. Und wenn ihr Ruhe wollt und so, wird uns einfach sehr stark. Man kennt es. Und es hat natürlich seine Touristen, es hat natürlich seine Besucher. Aber nicht viel auf dieser Welt wissen von diesem Ort oder von meinem Wohnort oder in Portugal. Und es ist zu empfehlen. Oder auch gerade für Leute, die zu zweit unterwegs sind oder als Paar. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und ich meine, über die Preise müssen wir sowieso nicht reden, weil wenn man vergleicht, was man in der Schweiz verdient und was man hier muss zahlen für ein Essen oder ein Nachtessen. Also Mist, fantastisch. Und wenn man noch weiss wo, kann man sogar für unter 10 Euro ein super Menü essen mit Dessert. Das ist wirklich super. Ich lasse jetzt hier noch gemütlich ausklingen. Ich genieße es hier noch ein bisschen. Und später zum Cousin essen. Richtig geil, zum Nachtessen eingeladen. Und dann so vielleicht noch ein bisschen fort oder etwas trinken. Aber auf jeden Fall, bevor ich fortgehe, sehen wir uns noch später zum Nachtessen. Zum euch noch einen kleinen Eindruck geben vom Nachtessen. Dann würde ich sagen, reicht das für jetzt. Ich gehe mich noch ein bisschen amüsieren. Ich lasse den Nachmittag jetzt noch ein bisschen abklingen. Genieße noch den wunderschönen Sonnenuntergang. Beziehungsweise, es wird immer wie schöner, desto weiter die Sonne runtergeht. Falls man jemals hier unterwegs ist, wenn man hinter dem Hügel hineingeht, dann hat man einen super geilen Privatstrand. Aber man muss natürlich ein Boot haben oder sonst irgendein Kanu oder irgendetwas, dass man dort hinten kommt. Aber es ist ein super geiler Privatstrand, wo keiner euch stört. Also, kleiner Insider. Und für die, die es interessiert, hier unten. Das hier ist Sesimbra. Ich tue das dann auch noch ein bisschen, ich tue das dann noch verlinken im Beschrieb und ein paar Bilder dazu verlinken, dass man so ein bisschen weiss, wo ich hier unterwegs bin. Und dann würde ich sagen, wär's das jetzt eigentlich schon für jetzt. Und wir sehen uns dann später zum Nachtessen. Peace out und danke, dass ihr eingeschaltet habt.